In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten, wie Sie in Java datenpersistent speichern können. Das ist jetzt eine Folge von einigen Videos, die jetzt verschiedene Aspekte darstellen. Dieses Video gibt einen groben Überblick. Die nächsten paar Videos drehen sich dann um Themen wie JDBC. Das brauchen Sie als Grundlage, wenn Sie in Java Persistenz machen wollen, in allermeisten Fällen. Und wir besprechen dann ausführlich das Java Persistence API mit verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie da Daten speichern können. Als Anwendungsbeispiel bringe ich den Zugriff auf relationale Datenbanken. Es gibt in Java, vielleicht kennen Sie es aus der Datenbank 1 Vorlesung noch, gibt es sogenanntes statisches SQL. Das war SQL, das haben Sie in C-Code reingebaut oder in COBOL-Code. Und dann gab es einen Präprozessor, der hat den COBOL oder C-Code halt durchgearbeitet und das statische SQL ersetzt durch irgendwelche Aufrufe von dem Datenbankhersteller. Es gab so einen Ansatz mal vor gut 20 Jahren auch in Java. Also ich habe es in meinem ersten Buch erwähnt, SQLJ hieß es damals. Gab es von Oracle eine Basisimplementierung. Das ist aber hat sich nicht durchgesetzt. Irgendwie ist das komplett verschollen. Also das Thema können Sie einfach ignorieren, kann man sagen. Was man typischerweise macht in Java, ist der dynamische Zugriff. Egal, was Sie machen in Java, normalerweise sitzt da JDBC drunter. Das ist die Java Database Connectivity. Das gibt es, seitdem es Java gibt, also schon seit Mitte der 1990er Jahre. Und damals hat man im Grunde das ODBC-API von, ich glaube, Microsoft nachgebaut und hat einen Adapter gemacht von Java nach ODBC. Und dann konnte man im Prinzip auf alle Datenbanken zugreifen, auf die man mit Microsoft-Zeugs auch zugreifen konnte. Deswegen JDBC, Java Database Connectivity. Das API in JDBC ist im Grunde nichts weiter als eine Mechanik, um Strings gegen eine relationale Datenbank zu schicken und das Resultat von der relationalen Datenbank auszuwerten. Das heißt, Sie könnten an die relationale Datenbank, also an MySQL auch Tachchen, ich bin der Klaus, schicken. Das kann der Parser zwar nicht verstehen, aber das JDBC-API hält Sie nicht davon ab, auch das Wort Halleluja an die Datenbank zu schicken. Wie gesagt, Sie kriegen dann Parse-Error oder so. Aber Sie haben keine Syntaxprüfung des SQLs in JDBC verdrahtet, weswegen Sie da ganz viele Fehler zur Laufzeit kriegen. Aber das sehen wir gleich noch. Wir werden uns zumindest kurz damit auseinandersetzen, weil das halt Basis für alle anderen Sachen ist. Die Details können Sie im Grunde gleich nach dem Schauen des Videos wieder vergessen. Was Sie nicht vergessen sollten, ist das JPA, das ist Java Persistence API. Das ist so ein Beispiel dafür, wie man so Java-Objekte auf eine relationale Datenbank mappen kann. Also so, Sie können sagen, so ungefähr pro Klasse eine Tabelle. Kennen Sie schon aus Datenbanken, so pro Entitätstyp ungefähr eine Tabelle als Hausnummer. Muss nicht immer so sein, aber so ungefähr. Und sowas Ähnliches finden Sie in vielen, vielen Programmiersprachen. Also Sie haben das Entity Framework in C Sharp, Sie haben Doktrin in PHP, wie der OR-Mapper in JavaScript heißt, weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, Sie haben eigentlich in jeder Programmiersprache, die es gibt, sowas Ähnliches wie JPA zur Verfügung. Also wenn Sie einmal die Mechanik verstanden haben, dann können Sie eigentlich in vielen, vielen Programmiersprachen arbeiten. Und so die ganzen, da die Autoren alle voneinander abgeschaut haben, ist auch die Funktionsweise häufig sehr ähnlich. Also Sie verwenden das in Java typischerweise, wenn Sie Server bauen oder Sachen machen, die irgendwie mit Datenbank zu tun haben. Und wie gesagt, das sitzt, die Implementierungen sitzen in der Regel auf, oder soweit ich weiß, immer auf JDBC auf. Und bekannt sind Hibernate und Eclipse Link. Wir werden Hibernate verwenden, weil die Spring Boot-Leute das irgendwie integriert haben. Es gab vor Jahren noch mehr Varianten, aber da hat sich der Markt jetzt wohl ganz schön ausgedünnt inzwischen. Und wie gesagt, was das Ding implementiert, ist tatsächlich eine Abbildung von Objekten im Hauptspeicher, also Kunde, Konto, Vertragsobjekte, auf Tabellen in der relationalen Datenbank. Und das bildet Ihnen gleichermaßen auch 1-zu-M-Beziehungen, also Collections ab oder Maps oder die seltsamsten Datentypen aus Java kriegen Sie irgendwie mit Hilfe von Hibernate oder JPA in eine relationale Datenbank verfrachtet. Also das ist ganz interessant. Es gibt so ein paar Schrullen und ein paar Effekte, die man sich anschauen muss. Wir müssen uns mit dem Thema Transaktionen auseinandersetzen. Aber deswegen wird das Video hier richtig, richtig lang.